So, hallo Leute, was geht? Hier ist wieder Idle Nidonik mit einem weiteren Video zu DayZ oder DayZ, wie auch immer. Auf jeden Fall, wie ihr seht, seht ihr wahrscheinlich, dass es etwas anderes ist. Wahrscheinlich habt ihr das noch nicht gesehen. Das ist nämlich eine neue Map von DayZ. Und ich hänge gerade ein bisschen blöd rum. Das ist nämlich Lingor Island, heißt das Ganze. Da oben sieht man es. DayZ, Lingor Island. Ich stelle mal kurz die Musik. Die Musik runter, die ist nämlich irgendwie zu laut. Die habe ich nämlich vorher immer ganz leise gehabt. Leider nach 50 Serverversuchen habe ich nur einen Server gefunden, wo es dunkel ist. Kann ich leider nicht viel dran machen zurzeit. Da es nicht anders möglich ist und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ist ganz schön creepy hier auf jeden Fall. Die neue Map kam vor nicht allzu langer Zeit raus. Ist noch auch noch alles in der Alpha, diese Map. Da wird auch noch einiges bearbeitet, wie ich gelesen habe. Ob das alles stimmt, kann ich nicht wirklich sagen. Wenn ihr DayZ habt und die Map auch auf jeden Fall mal zocken wollt. Es gibt jede Menge Tutorials schon im Internet, die ich gesehen habe. Erste Video angeguckt, war auch auf Deutsch. Angeguckt auf YouTube und der Spaß fängt jetzt hier an. Also ich bin auch noch nicht wirklich lange drauf. Die anderen Server gingen noch nicht wirklich. Und ich habe keine Ahnung, was auf mich wartet. Auf jeden Fall sollen hier auf der Map viel mehr Häuser sein, die man betreten kann. Hiervon konnte ich bisher... Also hier war ich drin, da in dem war ich drin, da hinten waren auch noch zwei, da konnte ich auch noch rein. Ich werfe jetzt einmal eine Flare, um einfach mal zu gucken, was es da hinten so noch alles gibt. Vielleicht noch da einer hin. Etwas weiter. Ja, komm, los, tu es. Tschu. Also Zombies sind natürlich auch hier, also er braucht da keine Angst zu haben, die sind noch alle hier, wie gewohnt. Und Spieler natürlich auch. Zurzeit sind hier, ich glaube, 28 auf dem Server. Ich weiß nicht, ob die Map größer ist oder kleiner. Dazu kann ich nicht wirklich viel sagen. Auf jeden Fall hat mir jemand, also ein lieber Abonnent von mir, hat mir das vorgeschlagen und einen Link dazu geschickt zu Lingor Island. Döp, döp, döp. Hat den Namen vergessen. Und ich habe ja schon ein bisschen an Ausrüstung gefunden, auch wo ich direkt gestartet bin. Also ich musste nicht wirklich rennen, um irgendwas zu finden. Ich renne einfach mal hier zur Flare, obwohl es total blöd ist. Und das Blödste, was man eigentlich machen kann, ist dahin rennen, wo man gerade eine Flare geworfen hat. Aber ich möchte hier mal ein bisschen sehen, auch wenn ich gleich sterbe. Und eigentlich startet man mit Camping Tent. Nicht schlecht. Man startet auch mit anderen Charakteren. Glaube ich jedenfalls. Also bisher hatte ich... hallo, du. Ach, shit. Ja, die Taschenlampe macht eigentlich nicht viel. Also, die Zombies sehen es nicht, wie ich so erfahren habe und aus eigener Erfahrung her. So, was denn hier? Was denn hier? Was denn hier? Da sind nur Dosen. Hallo? Police Officer. Ah, die Zombies sind noch genauso verbuggt wie vorher, also da braucht ihr euch auch keine Sorgen zu machen. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hier, take this nickel. Der Global Chat ist ja auch bei den meisten aktiv. Und, das meiste, was ich bisher gefunden habe, sind... Ja, ist mal gut hier. Sind auch alles private Server. Also wenn ihr da drauf seid, dann
sind die Spawns nochmal alle unterschiedlich. Also dann solltet ihr auch auf einem Server bleiben. Ach, what the fuck. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ach, scheiße. Hier das rauskommt mir bekannt vor. Ihr seht wahrscheinlich sehr wenig. Ich sehe aber genauso wenig. Hock dich hin. Also, ja, schnell abgehängt. Ist auf jeden Fall eine Insel und wie man schon vermuten könnte nach dem Namen her. Viel mehr Häuser. Das Areal weiß ich nicht, wie groß es ist. Bin ich wirklich auch drauf gespannt. Ich werde es auch auf jeden Fall jetzt ein bisschen mal zocken. Wenn ihr es sehen wollt, schreibt mir das auch auf jeden Fall. Wenn ihr mehr die alte Map sehen wollt oder mehr die neue Map, wäre ich wirklich froh drüber, was euch da besser gefällt. Obwohl ich jetzt nicht wirklich viel von zeigen kann in ein paar Minuten oder in einer Viertelstunde. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr zuguckt. Benetsch, komm, ich pack einfach mal alles ein. Campingtent bringt mir nicht wirklich viel momentan. Meine ich zumindest, außer dass man da dort ein bisschen Ausrüstung reinstopfen kann. Also da kann man auch reingehen. Finde ich, ist auf jeden Fall eine geile Sache, dass man in so vielen Häusern reingehen kann. Also das habe ich auch in also in DayZ, beziehungsweise der anderen Map, auch wirklich vermisst. Auch wenn hier meistens nur Scheiße drin ist. Ist es denn noch eine richtig coole Sache? Heatpack, Pepsi, Pepsi. Komm, saufen wir einfach mal. Zuerst haben wir natürlich noch nichts gefunden. Hier oben ist eine Treppe. Ja, im Dunkeln ist es echt ein bisschen creepy auch. Vor allen Dingen die Atmosphäre ist auch wieder ganz anders, weil alles so ein Island-mäßig ist und hier alte Häuser, alles sieht wirklich verlassen auch aus. Zwar auf der anderen, auf Chernarus auch, aber das wirkt wieder ganz anders auf. Vor allen Dingen, da ich auch das erste Mal im Dunkeln spiele, vielleicht liegt es auch daran. Da gehe ich mal einfach rein. Hey, ein Truck. Oh. Oh. Hoffentlich läuft das Ding. Das wäre schon ziemlich geil. Ach toll. Alles kaputt. Scheiße. Ja, also jetzt haben mich alle gehört. Klasse. Habe ich gut gemacht, ne? Ich weiß. Dass er auch direkt den Motor anmacht, ey, meine Fresse. Also fehlten einige Sachen. Vielleicht finde ich das hier. Ich werde jetzt auch mich nicht wirklich drum kümmern, dass ich da irgendwie das Ding zum Laufen bekomme. Nachts sehe ich erstmal gar nichts. Und zweitens, ich habe keine Ahnung wohin und es ist viel zu laut. Also wie man sieht, hier Loot gibt es jede Menge. Und es ist auch näher aneinander. Aber mit der Taschenlampe ist ein bisschen blöd. Naja. Hat auf jeden Fall im Dunkeln wirklich ein Horror-Feeling auch. Auch wenn man sich nur vor Zombies erschrecken könnte. Use English German, ja, ich bin auch auf dem deutschen Server. Es gibt schon einige Server, die auf der Map laufen. Bisher bei den anderen hatte ich auf jeden Fall Probleme gehabt. Ja, von daher gibt es eine Karte im Dunkeln. Ja, ich werde es jetzt einfach nur mal ein bisschen noch zocken. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir schreibt, ob es die Map euch mehr gefällt oder die andere. Wie schon eben schon mal gesagt, ich wiederhole mich, aber naja. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen die Insel erkunden. Es gibt
glaube ich, auch ein paar kleinere Inseln noch nebendran. Also an der Hauptinsel hier, das ist eine richtig große Insel. Ich werde auch einen Link in die Beschreibung packen, wie ihr das Ganze runterladen könnt, wenn ihr sie auf jeden Fall benutzt. Eine Karte werde ich auch mal reinpacken. Die habe ich mir aber noch nicht wirklich angeguckt. Weil ich finde es auch mal schön, einfach so reingeschmissen zu werden und keinen Plan von der ganzen Sache zu haben, wo ich überhaupt bin, wo ich hin könnte, wo ich denn überhaupt überall sterben kann. Ah, hier ist das Dörfchen und ich renne einfach mal in die Richtung. Oder ungefähr der Straße entlang. Aber ich sollte. Ja, ich mache die Taschenlampe mal aus, da es einfach zu unsicher ist. Vor allen Dingen, da auch andere Mitspieler mich sehen könnten und die einfach mal eiskalt auf mich ballern können. Illegal Copies may degradiert, was auch immer das heißt. Hier ist auf jeden Fall noch ein kleines. Huch! Da zwitschern irgendwelche Viecher in mein Öhrchen. Keine schöne Sache. Jetzt mal. So, da ist, keine Ahnung, da ist doch eine Tankstelle. Oh, ich gehe jetzt geduckt. Weil ich nicht so schnell gefunden werden möchte. Von Zombies auf jeden Fall, da vorne ist einer. Liegt ein Auto quer. Was auch immer das für ein Gebäude ist, ich will da mal gucken gehen. Oh, du siehst mich hoffentlich nicht. Also ich achte auch oben rechts auf der Anzeige, wie gut ich gesehen werde und gehört werde. Also der Sand mag sich zwar wirklich laut anhören, aber die Zombies hören den dennoch sehr leise nur. Painkillers nehmen wir mal einfach mit. Boah, so viel zu trinken. Komm, was soll's. Süppelet. Was gibt's hier noch? Chemnites. Sonst nix. Zombie ist, glaube ich, weg. Hoffe ich mal einfach. Ich hoffe wirklich, dass da keine anderen Spieler drin sind. Hier das Haus kennen wir auch auf jeden Fall von der Tschernarus-Map. Weil sich das hier normalerweise loot ist. Hier irgendwo. Und ein Zombie wahrscheinlich auch noch. Ich gehe mal einfach nach oben. Aber das scheint irgendwie doch nicht leer zu sein. Doch leer zu sein, doch nicht. Was denn jetzt? Nee, hier ist irgendwie total wenig drin. Ja, wie man sieht man nichts. Ich sehe auch nichts. Also wenn ihr meint, dass ihr weniger seht als ich. Nein, es ist nicht so. Ich sehe auch scheiße wenig. Ich gehe mal wieder nach unten. Weil oben soll. Ist meistens nichts. Schiss, dass hier ein Zombie gleich auftaucht. Auf jeden Fall habe ich da von der Seite eins gehört. Deshalb gehe ich mal wieder da vorne raus. Ja, mal gucken, was hier noch auf uns wartet auf der Insel. Ich werde einfach mal weiter der Straße folgen. Taschenlampe mache ich auch mal wieder aus. Ja, da vorne ist auch ein Haus, aber da möchte ich jetzt nicht so gerne reingehen. Ich denke auch nicht, dass da irgendwas Sinnvolles drin ist. Ja, ich bin auf jeden Fall auf der DE01DZ Lingua Island Map. Nicht Map, sondern Server. Die Deutschen laufen gut. Ich war auch auf ein paar britischen schon. Da hat es nicht wirklich geladen, obwohl die Ping sehr gut war. Mein Typ stöhnt hier wie sonst was. Bei den ganzen Mücken und so was würde ich mich nicht wundern, wenn wir uns nachher noch eine Malaria einfangen oder sowas.
Huch. Da ist einer. Also ein Zombie. Aber der Sand ist doch leise. Eben schon gesagt. Und es wundert mich, dass ich noch keinen anderen Spieler gesehen habe, obwohl ich hier die Chemlines rumgeworfen habe wie warme Semmel in was weiß ich nicht, was für ein Dorf. So, was gibt's hier? Auch bestimmt wieder keine Waffen, nur Makarov-Magazin, Soda, komm, sippeln wir da schon das nächste. Wenn, dann sippeln wir direkt mal alles. Ah, da vorne gibt's auch noch was. Die Enfield. Ja, irgendwie kann ich das alles nicht so gebrauchen. Ich finde es nämlich irgendwie ein bisschen sinnlos, dann schon Munition aufzusammeln, obwohl wir nicht mal eine Waffe haben. Ja, okay, für die Makarov, die findet man in Tschernaros auf jeden Fall sehr häufig. Deshalb nehme ich die dort eigentlich immer mit. Andere Waffen, Munition eigentlich gar nicht. Bandage, ja. Da haben wir mehr als genug davon. Hier oben ist auch noch was. Aber nichts zum Mitnehmen. Vielleicht noch oben drauf? Nee, können wir gar nicht. Können wir gar nicht. Können wir gar nicht. Dann würde ich mal als nächstes dahin gehen. Ja, einmal ein 360. Puh. Also was schön wäre, mehr Bäume hier. Nicht unbedingt viel mehr, aber so, doch, so ein paar mehr Bäumchen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Ganze im Hellen aussieht, ob das mehr so wirklich strandmäßig gehalten ist oder so wüstenmäßig oder sowas. Ist auf jeden Fall ein Zombie. Nur wo ist die Frage? Also wo genau meine ich jetzt? Also ich höre eins, aber... Oh, ich glaube da im Haus drin oder so. Hier gibt's nur Crap. Hi. Ah, da drunter ist der. Lol. Da ist kein weiteres Haus. Also ich gehe jetzt einfach mal ganz leise. Ich hoffe mal nicht, dass er uns jetzt sieht. Das wäre nämlich gerade ein bisschen fatal. So, was gibt's denn hier drin? Eine Wasserflasche, so wie es aussieht. Und was zu essen. Ja, Sardinen. Eine leere Wasserflasche. Ja, komm. Ja, ich bin nicht so ein Freund, komischerweise, von den Wasserflaschen. Hier ist auch noch was. Ah, fuck. Cancel Action. Makarov-Magazin, ja, bringt irgendwie nicht so viel. Ja, tschüss Zombie, ich hau jetzt hier mal ab. Hoffentlich ist hier was. Nein, auch nur Döschen. Haben die Zombies wieder alles aufgefuttert hier. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier auch auf jeden Fall mal eine Pause. Wenn euch die Karte gefällt oder ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es mir. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal wiederholt, aber ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn ihr das wirklich schreiben würdet, weil manche schreiben das dann einfach gar nicht oder schreiben andere Themen. Ist ja auch egal. Ich bin jetzt hier raus. Bis dann, haut rein. Tschüss.